Seit 15 Jahren touren sie nun schon als Tibasco über die deutschen Bühnen. Die beiden Ur-Magdeburger Jan Kubon und Burkhard Schmidt. Der eine mit einer Holzgitarre singt, arrangiert und komponiert, der andere am Piano bringt alles zusammen. Damals nahm man die ersten Tapes auf, sie waren regelmäßig auf Tour. Erst 2003 gab es die Initialzündung, als Schmidt die Songs von Kubon für Streicher, Percussion und Piano im Zuge eines sehr speziellen Konzertes umarrangierte. In diesem Moment war klar, dass die beiden ein Album produzieren wollten. Songs from the Mobile Home war dann das Ergebnis, in das man dieses Unterwegssein transformierte. Jetzt legten Tibasco ein neues Werk vor. Ich traf mich mit den beiden, um mit ihnen über das Projekt zu reden. Burkhard, kannst du kurz erzählen, wie das neue Album heißt und wie es entstanden ist? Oder wie der Name entstanden ist? Ja, also das neue Album heißt Past, Now and Tomorrow. Und wie es entstanden ist, ja, das sind halt, wie diese drei englischen Wörter schon sagen, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und Songs in die Zukunft hinein. Ja, Jan kann da bestimmt auch noch ein Wort mehr zu sagen, ja, weil Jan ja in erster Linie die Songs komponiert hat. Wir hatten ja, also deshalb Past, Now and Tomorrow, weil wir hatten ja eigentlich schon unsere zweite Platte fertig. Ne? Die sollte irgendwas mit Songs About irgendwas heißen. Und die war uns aber zu nah am alten Album dran, an Songs from the Mobile Home. Und da haben wir uns dann hingesetzt und haben glücklicherweise auch jemanden gefunden, der das mit uns nochmal alles durchgeht, nochmal neu arrangiert, beziehungsweise mit uns ganz neue Songs geschrieben hat. Das ist der Mario Zbigulski von Hard Disco. Und so haben wir eigentlich Songs auf dem neuen Album drauf, die schon älter sind. Songs, die wirklich gerade frisch entstanden sind und Songs, die vielleicht auch so ein bisschen aufzeigen, wo es in der Zukunft hingeht mit Tibasco. Und ja, deshalb diese drei Begriffe. Okay, du sagst, es hat sich unterschieden oder es unterscheidet sich das Album von dem Vorgängeralbum. Sagen wir mal, wenn man das so hört, ist es ja eher nicht so eine, Tanzmuggel, so eine leichtgängige, sondern das ist ja so eine eher tragende Musik, vielschichtig. Und wie unterscheidet die sich jetzt? Naja, stilistisch insofern, ich meine, es ist nach wie vor Singer-Songwriter, aber es sind sehr viele Elemente aus anderen Musikrichtungen, sage ich mal, aus anderen Genres mit drin. Also auch Pop ist ja nichts Schlimmes. Mhm. Ja. Und auch Indie, vom Feeling her auch Indie. Und was wir ganz speziell in diesem Album gar nicht gemacht haben, ist, dass wir von vornherein gesagt haben, nee, wir lassen gewisse Aspekte, machen wir einfach nicht. Nee, das Album wurde so produziert, so wie uns einfach der Gustus gewachsen ist. Ja. Take my hand, guide me through the dawn. And in the cold of the night, your love shall be my guiding light. Das ist immer so, beim ersten Album hast du die Songs von 20 Jahren, die du 20 Jahre mit dir rumträgst, ne? Und die ploppst du dann raus aus so einem Album. Und wir waren damals tatsächlich an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, die Hauptinstrumente sind Klavier, Gitarre, Stimme. Und die Band war eigentlich so, naja, alles, was da am Band zu hören ist, war so Beiwerk. Und diesmal ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir möchten natürlich die Stimme im Vordergrund haben, aber wir präferieren keine Stilistiken mehr, ohne aber dieses für mich sehr unsägliche Wort benutzen zu wollen, dass wir irgendwelchen Crossover-Kram machen. Das ist halt schon, sag ich mal, pop-orientierter Singer-Songwriter mit einem leichten Einschlag Indie, mit einem leichten Einschlag emotional, aber es ist halt immer noch Singer-Songwriter, aber es ist mehr Pop als das erste Album. Das erste hat die knarkst und das zweite strahlt. Auch an diesem Werk haben wieder namhafte Musiker der Stadt mitgewirkt. Ja, das ist der Schlagzeuger Steffen
Nachmal weiß ich gar nicht. Das ist geil, oder? Ja, das finde ich gut. Steffen weiß ich gar nicht. Halt Steffen. Nein, Steffen Wilhelmi von Once Upon the Rooftop. Aber wir reden uns ja bei der Probe auch nicht mit Steffen Wilhelmi. Könnten Sie mal bitte die Viertel etwas betonter spielen? An, sondern wir sagen, ey Steffen, spiel einfach mal ein bisschen locker. Und an der Gitarre ist es Hagen Muster. Bekannt in Magdeburg auch durch sein Konzert als letzter Klassik-Gitarrist, der hier das Institut zugeschlossen hat. Und auch natürlich Gitarrist von Matze Ursen-Trios. Ein sehr begnadeter junger Singer-Songwriter auch, wie wir feststellen durften. Die Streicherarrangements steuerten die Magdeburger Musikfreunde bei. Die Aufnahmen wurden im alten Oli Kegner gemacht. Die gesamte Produktionsstrecke des Albums, wenn wir jetzt mal davon abgehen, also wir sagen mal, der Punkt, wo wir entschieden haben, dass wir das zweite Album nicht rausbringen, sondern erst das dritte, bis jetzt waren 2,5 Jahre. Das ist nämlich genau exakt die Zeitspanne, in der mein Sohn auf der Welt ist. Also das heißt, wir haben tatsächlich ziemlich genau angefangen, das Album zu schreiben, als Johnny geboren wurde. Und jetzt 2,5 Jahre später ist es fertig. I don't need you. Together we are more, than two. Na, sicherlich ein Highlight war natürlich das Recording der Streicher. 15 Leute im Oli, in diesem wunderbaren alten Kino in Magdeburg-Stadtfeld aufzunehmen, das war schon in der Messe. Das war schon, das hatte schon ein bisschen was Sakrales und Heiliges fast, muss man sagen. Gibt es einen Lieblingssong, den ihr heute Abend auch spielen werdet? Ja, jeder hat natürlich andere Lieblingssongs. Mein Lieblingssong ist auch der kürzeste auf dem Album. Das ist Spread Your Wings. I am here to say my love for you is wider than the sky. Spread your wings and fly away. Mein absoluter Lieblingssong. Das ist ein Song, den keiner versteht, weil der ist so schön, aber nach 1:12 vorbei, dass die Leute immer uns angucken, als ob sie mit dem Bus überfahren werden. Aber ich mag das Ding wirklich. Hast du einen Lieblingssong? Ja, eigentlich zwei. Watch the Stars und der Sohn für Jans, der Song für Jans Sohn, so rum, Johnny. Ja. Johnny's love. Buy you frame of solid gold for the first picture you ever paint. Gut, alles klar. Vielen Dank. Dann wünsche ich viel Erfolg für die CD. Dankeschön. Und dann sehen wir zu, dass wir das ein bisschen bekannt machen. Genau, das letzte Mal. Cool. Danke. Oh, so treasure chest. An empty edge for your first material.